Das hier ist die Baustelle für das Pumpwerk Oberhausen. Die Baugrube ist 46 Meter tief und wir steigen jetzt mal da unten hinab und sehen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ja, wir sind jetzt hier auf der Sohle des Pumpwerks Oberhausen. Beeindruckende Baugrube, unsere größte im Rahmen des Emscher Umbaus. Wir sind hier auf einer Tiefe von 46 Metern. Die Baugrube selbst hat einen Innendurchmesser von 46 Metern. Also sehr beeindruckend. Und dieses Pumpwerk wird einmal das Abwasser, was hier ankommt aus dem Abwasserkanal Emscher, in die Höhe befördern. Es kommt hier über die zwei Röhren in einer Tiefe von 40 Metern an, muss entsprechend gehoben werden, also eine Art Gegenteil von einem Plumpsklo, also eher ein Abwasseraufzug, damit es anschließend oberflächennah in das Klärwerk Emscher Mündung eingeleitet werden kann. Ein spektakuläres Projekt, das wird einem klar, wenn man hier wirklich vor Ort gewesen ist. Sieht wieder nicht so viel aus. Ja, ein spektakulärer Besuch hier auf der Sohle des Pumpwerks Oberhausen. Absolut faszinierend, dieses Projekt so hautnah erleben zu können und zu dürfen. Immer wieder faszinierend, wirklich. Und wir gehen jetzt wieder hoch. Und das wird ein ziemlich steiler Aufstieg, denn wir müssen diesen Treppenturm jetzt hochsteigen. Das wird anstrengend. Alter Schwede, meine 46 Meter die Treppen hoch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Absolut spektakulär und faszinierend.